Das Budget 2023 schließt bei Ausgaben von 1,3 Milliarden Franken mit einem Defizit von 28,6 Millionen ab. Das vor allem dank einem Sparpaket von 42 Millionen. Wir werden weiterhin rekordhoch investieren. 800 Millionen für Schulen, Eis- und Sportanlagen. Entsprechend wird die Verschuldung zunehmen. Wir haben letztes Jahr zum Glück einen leichten Überschuss erwirtschaften können. Das ist positiv, das gibt ein bisschen Luft. Aber trotzdem, der Spardruck auf die Stadt Bern bleibt hoch.